Moin moin Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von New World. Ja, wir haben in der letzten Folge wieder einige Quests erledigt und haben auch für die Fraktion jetzt schon einige Marken sammeln können. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einer unserer Hauptquests nach. Und zwar sollen wir hier über den Schnellreisepunkt zum Schrein des Siedlers eigentlich kommen. Aber wir haben jetzt auch eine Quest angenommen, die uns quasi auf dem Weg dorthin schon führt. Deswegen würde ich mich ganz gerne zu Fuß dorthin aufmachen. Und ich gucke aber nochmal für unsere Fraktion hier, ob es da irgendwas gibt, was auf dem Weg dorthin, ja, uns nützlich sein könnte. Okay, wo liegt denn Himmelfahrt zum Beispiel? Liegt das hier irgendwo auf dem Weg? Hat alles keinen Namen hier, die Gegend. Geils Tweet vielleicht. Achso, nee, das ist hier der Typ. Das scheint nur durch. Sucher der Wahrheit. Okay. Okay, Charson Steilhang. War das noch irgendwo? Insel Werner. Ich habe keine Ahnung, Leute. Wir nehmen aber einfach mal eine an. Sucher der Wahrheit. So, mich würde jetzt interessieren, wo das ist. Ja, okay. Alles klar. Ist fast so auf dem Weg. Machen wir einen kleinen Schlenker. Das ist kein Problem. Damit kann ich leben. Ich hoffe, ihr auch. So, haben wir wieder was bekommen? Ja, eine Belohnungskiste. Was haben wir da drin? Lederstiefel. Ganz gewöhnliche. Die haben einen besseren Rüstungswert. Ob das jetzt so viel besser ist, weiß ich nicht. Wir zerlegen die mal erstmal. Und behalten unsere andere. Ich weiß nicht, ob das was ausmacht hier mit den zwei Intelligenz. Ob das dem überwiegt, dass wir jetzt 100 mehr Rüstung gehabt hätten. Aber ganz ehrlich, so viel Schaden nehmen wir jetzt noch nicht am Anfang. Wir können ein bisschen Schaden austeilen auf jeden Fall. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir uns hier auf den richtigen Weg machen. Okay, wir folgen dem Weg und dann kommen wir schon zu unserem Ziel. Oh, Jung Force braucht Hilfe. Oder? Nee, doch nicht. Sah so aus. Ja, und so erweitern wir nach und nach hier unsere Karte, dass wir uns auch in weiter abgelegene Gebiete aufmachen und nicht nur das Gebiet rund um Königsfels erforschen. Gehört halt auch dazu. Ja, und ihr Gesindel, ihr wollt hier Stress machen. Das könnt ihr haben. Das Plündern hier? Nee. Okay. So, und wir haben auch schon wieder die Hälfte der Erfahrungspunkte fast voll hier. Zu Level 14. Ich weiß das Endlevel gar nicht. Liegt das bei 50 oder was ist das Maximallevel? Das sind für mich immer so unwichtige Sachen. Denn irgendwann wird man das Level erreichen und dann weiß man sowieso Bescheid, okay. Ja, Vorratskiste. Und die Vorsicht wird über Bord geworfen.
Ich weiß auch noch nicht so recht, was es mit diesen ganzen Zetteln halt auf sich hat. Das ist wahrscheinlich einfach nur für die Lore hier, dass man so ein bisschen tiefer in die Welt eintauchen kann. Ein paar Informationen sich rausziehen kann, worum es hier geht. So, die scheinen hier so ein bisschen magisch zu sein. Zumindest schimmern die so ein bisschen. Okay, hier brauchen wir wieder ein bisschen länger, weil wir nicht so viel Schaden machen. Die sind aber auch um einiges über unserem Level hier, die Gegner. Also wundert euch nicht. Will nicht, dass sie gleich wieder den Fokus auf mich verlieren und dann sich wieder hochheilen, weil sie auf ihren ursprünglichen Spot zurücklaufen. Ist mal zwischendurch was. Leute, der Magier macht mir auf jeden Fall Spaß. Das habe ich am Anfang nicht erwartet, weil ich mich erstmal umstellen musste von Schwert und Schild auf Feuerstab. Aber so mittlerweile, würde ich sagen, das läuft ganz gut von der Hand, oder? So, was sollen wir denn hier machen? Suche folgendes in Truhen. Ein Anteras-Artefakt. Dafür müssen wir jetzt erstmal eine Truhe finden hier. Mal davon aus, dass da oben eine sein wird. Schildwache ohne Schild. So, mal schauen, ohne der Ahnen. Reise nach Aachena. Okay, jetzt haben wir einen anderen Spot, der liegt aber auch quasi auf dem Weg zu unserer Fraktionsquest. Das ist doch ganz praktisch. So, wir versuchen hier nicht die Gegner noch zu spotten, bis sie dann aus dem Weg gehen. Okay, den müssen wir, glaube ich. Der haut auch ein bisschen... Der haut nur so ein bisschen aus dem Stegreif zu. Der holt gar nicht so doll aus. So, wir haben den Nahrungsbuff noch. Deswegen werden wir jetzt nach und nach wieder hochgeheilt. Wollte gerade sagen. Hab schon gedacht, das wäre Hanf hier. Dann hätten wir ja hier einen Spot gehabt, wo wir ein bisschen farmen können. Ja, cool, Leute. Wir haben einen neuen Gebietsruf. Schauen wir direkt mal rein. Ah, zwei Stück haben wir sogar zu verteilen. Sammeltempo auf jeden Fall. Oh. Okay, da hat er uns einer auf den Kicker. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Gebietsruf.
Genau, Sammeltempo finde ich immer ganz cool. Verringert die Handelssteuerhöhe um 9,3%. Ja, wenn wir dann wirklich was ins Auktionshaus mal reinstellen wollen, dann macht das natürlich Sinn. Aufbewahrung weiß ich nicht, inwieweit wir das hier brauchen werden. Wir haben eigentlich erstmal genug. Ich würde das erstmal nehmen mit der Handelssteuer. Das hat mich doch schon ein bisschen schockiert. Gerade so bei den, ja, man kann ja auch mit kleinen Gegenständen irgendwie Gewinn machen. Aber wenn du das Teil für 2 Taler reinstellst und die Gebühr liegt schon bei 3 noch was, dann macht das irgendwie nicht so viel Sinn, finde ich. So, komm mal her hier, du himmlischer Verteidiger. Ah ja, okay, die letzte Entfernung springt da auch ganz gerne mal. Und auch hier müssen wir uns wieder eine Kiste suchen. Ein himmlischer Regent. Ja, diesmal habe ich aufgepasst. Oh, wo kommt ihr denn her? Okay. Das läuft gerade nicht so cool hier. Okay, gehen wir mal wieder hier runter. Vielleicht sind das die Gegner noch von dem anderen Typen, der hier gerade war. Aber wir essen zwischendurch mal was. Wir haben eine Stoffhose der Ahnen geplündert. Ja gut, ich komme mal hoch zu dir, Kollege. Ja, was? Der ist jetzt gerade schon wieder gespawnt oder was? Okay, es läuft ja alles nicht so, wie ich mir das erhofft hatte. Ich nehme mal schnell die Kiste. So, damit haben wir die Quest erledigt und die Gegner lassen wir mal Gegner sein. Okay, hier müssen wir, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Hier gibt es so, ihr seht das oben auf der Karte, so Totenköpfe. Das werden wahrscheinlich hier Spots sein, wo man sich noch nicht hinwagen sollte. Ein verpesteter Hain, empfohlene Stufe 25. Jetzt habe ich mir schon fast gedacht. Boah, der verfolgt uns immer noch hier. Was ist denn los? Hau mal ab. So, und wir gehen hier Richtung Fraktionsquest. Oben auf dem Kompass seht ihr die 2. Da wollen wir hin. Ich weiß nicht, ob wir uns hier schon aufhalten sollten. Das sieht alles ein bisschen heftig aus. Bisschen stärker. So, wir sollen hier in Truhen nach dem Öldestillateur suchen. Ja, jetzt sehen wir hier die ganzen Gegner schon auf uns. Und man sieht hier die eigene Hand vor Augen nicht mehr. Na gut, töten wir die Luchse hier mal kurz. Oder zumindest den einen.
Himmelfahrt Lux. Okay, Himmelfahrt wäre hier wahrscheinlich dann auch die andere Fraktionsquest gewesen. Da gab es ja einmal die eine und eine was mit Himmelfahrt. Das wäre dann wohl auch hier gewesen. Hätten wir vielleicht beide annehmen sollen. Aber man weiß ja vorher immer nicht, wo genau sich das befindet. Zumindest weiß ich das nicht. Okay, Schwärme der Verderbnis. Der sieht ein bisschen heftiger aus. Nee, ich glaube nicht, dass wir hier schon hin sollen. Wie kommen wir denn da zu unserem Questmarker mal hin? Das kann ja nicht richtig sein. Die greifen uns schon so weit aus der Ferne an. Chasen-Steilhang. Ich glaube, hier sind wir eher richtig. Jetzt zielen wir wieder alles auf uns. Nach dem Motto, wir schaffen das schon irgendwie. Oh, da kommt schon wieder der andere. Okay, Leute, wir müssen ein bisschen die Flucht ergreifen. Das nützt nichts. Geht er wieder weg? Ja, der flüchtet wieder, okay. Mal zwischendurch was essen hier. Bei unserem Glück spawnt hier der eine Gegner gleich wieder neu. So, jetzt schnell plündern. Ohne der Ahnen. Okay, und hier scheinen wir richtig zu sein. Wir haben jetzt ein Öldestillat hier geplündert. Das sieht schon mal richtig aus. Eine himmlische Schildwache. Oh oh. Jetzt bluten wir auch noch. Der uns mit seinem Spezialangriff getroffen, leider. Aber wir kriegen das hin. Bisher sind wir erst einmal gestorben durch einen dummen Zufall. Weil wir versucht haben, eine Abkürzung durch das Wasser zu nehmen. War natürlich keine so gute Idee, haben wir dann gemerkt. Weil wir auf dem Rückweg dann ertrunken sind. Okay, dann gehen wir mal weiter hoch. Der Bogenschütze und wieder auf den Kieker da hinten. Ja, okay, komm. Dann machen wir dich auch nochmal weg. Also ich finde die Spawnraten wirklich ein bisschen zu schnell. Gerade wenn man noch nicht so die beste Waffe hat und halt ein bisschen länger braucht, die Gegner zu killen, dann ist das schon extrem nervig. So, wir suchen hier weiter nach Kisten.
Denn scheinbar findet man nur in diesen Kisten diese Öldestillate. Okay, ich sehe schon, unsere Nahrung ist alle. Wir müssen wieder auf die Rang 2 Nahrung ausweichen. Aber auch da haben wir uns einiges hergestellt. Sehr schön. So, den hier oben machen wir noch weg und da ist eine neue Kiste. Bei den ganzen Gegnern hier hätte ich mir schon gewünscht, dass hier zumindest zwei Kisten sind. Aber gut. Wir schlagen uns durch. Und schön, dass ab und zu auch mal was fallen gelassen wird. Kann man auch mal was plündern. So, Öldestillat haben wir jetzt 3 von 5. Ich schaue hier mal auf die Karte. Das geht hier auch noch runter. Gehört das auch noch dazu? Ich weiß das nicht. Gehen wir den Weg mal. Also die Gegner hier sind auf jeden Fall identisch. Jetzt suchen wir mal die nächste Kiste. Okay, ich sehe jetzt keine Kiste. Wäre auf der anderen Seite hier. Auch nicht. Da oben ist noch eine. Kommt ruhig her, kommt ruhig her. So, wir holen uns in der Zeit schon mal die Kiste hier. Bevor das mit dem Respawn der Gegner hier wieder kollidiert. Achso, du machst schon den Rückzug. Okay, die haben leider auch nichts fallen lassen. So, eine Kiste brauchen wir noch, Leute. Dann haben wir auch die Fraktionsquest hier erledigt. Ich hätte mir auch ein bisschen mehr Abwechslung gewünscht, was die Quests hier angeht. Das sind wirklich immer nur so eine 0815 Quest wie sammle dies, sammle das. Oh, Leute, was ist denn hier los? Ich glaube, wir haben uns doch ganz richtig entschieden, so für diese Flächenzauber. Das ist schon ganz cool. Kommt wohl doch öfter vor als gedacht, dass man hier mal mit mehreren Gegnern das zu tun hat.
So, nun ist aber auch gut. Wir plündern hier noch schnell den Lux und dann gucke ich mal, was das hier ist. Ob wir das schon plündern können oder ob wir da einen höheren Rang für brauchen. Eine Lebensblüte, ja, da brauchen wir einen höheren Rang für. Und wir haben hier noch eine Kiste. Ich hoffe jetzt nicht, dass gleich wieder die Gegner neu spawnen. Ist ja gut. Okay, schnell plündern und dann weg hier. Okay, Leute, das hat super geklappt. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann machen wir uns auf zu dem, ja, alten Fischer hier an dem Fluss da unten. Der alte Mann am Fluss. Und schaltet gerne wieder ein. Bis dahin.